Ein Schaf war eigentlich ein Streus. Es hat die Wolle gegeben. Es war leicht zum Pflegen, also zum Füttern. Und dann im Sommer geht es natürlich hoch in die Alpen. Warum die Schwarznase Schaf? Sie sind so ein bisschen ein Gewohnheitstier. Also sprich, du kannst die weit in die Alpen, in die Berge, blöd gesagt, hochlassen. Und sie finden immer wieder zurück. Sie sind einfach geschaffen für die, ja, für die harte Welt oben. Sie finden am Schluss, egal ob sie links oder rechts abbiegen, am Schluss finden sie eben wieder zurück.